Herzlich willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute an, welche SBCs die nächsten Tagen und Wochen kommen werden. Zudem werden wir mal auf den aktuellen Content meiner Meinung nach drauf eingehen, wie ich den aktuell so finde. Freunde, wie gesagt, wenn es euch gefällt, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr neu sein, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Freunde, starten wir rein mit dem Video. Ab geht's! So, Freunde, bevor wir mit dem heutigen Video starten, habe ich heute nur kurz Kooperation für euch am Start mit den guten Golf-LEDs. Die werde ich euch heute vorstellen. Und ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus und ich zeige euch, was da drin ist, was das genau ist. Das sind auf jeden Fall 15 Meter lange LEDs. Die werde ich auf jeden Fall testen. Wie gesagt, die kommen hinter mich, wenn wir uns dann natürlich alles gemeinsam anschauen. Ich packe das jetzt aus und dann schauen wir mal rein, was drin ist. Dann haben wir natürlich hier noch den Anschluss und natürlich hier die 15 Meter von den LEDs. Wie gesagt, ich werde das noch im Hintergrund gleich dranhängen, dann seht ihr das natürlich genau. Ihr habt zu einmal, habt ihr auf jeden Fall hier Klebestreifen an den LEDs, also könnt ihr einmal mit Klebestreife dran machen oder ihr ist, Freunde, wenn ihr sagt, okay, mit dem Kleber das ist nicht so gut genug, ihr habt hier auch noch dabei drei Päckchen mit Sachen, wo ihr natürlich dran schrauben könnt, auch sehr, sehr nice, ist auch nicht bei vielen Produkten dabei, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Ich werde das jetzt erstmal mit dem Kleber versuchen, sollte das nicht gehen, werde ich natürlich auch diese Dinger benutzen. Zu guter Letzt haben wir noch eine Fernbedienung. Ihr könnt das Ding von überall steuern. Ihr könnt euch auch am Handy die App runterladen, wenn ihr diese LEDs kauft. Und dann könnt ihr am Handy einstellen, wie ihr das haben möchtet, wie hell es sein soll, welche Stärke es sein soll. Ihr könnt das auch mit Alexa verbinden, wenn ihr darauf Bock habt. Und ich würde sagen, Freunde, ich werde das jetzt hinten an die Wand montieren und dann schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. So, Freunde, das alte Licht ist jetzt abgehängt, das neue ist jetzt dran. Ich habe die Fernbedienung am Start. Wir werden das jetzt testen, ob das optimal funktioniert. Werden wir natürlich uns das jetzt anschauen. 1, 2, 3. Und das sieht wirklich deutlich besser aus als vorher. Also ich werde vielleicht ein Vorher-Nachher-Bild jetzt einblenden. Da sieht man, glaube ich, schon einen gewaltigen Unterschied. Obwohl, ich bin ehrlich, dass mir fast zu hell ist, weil ich das gar nicht so gewohnt bin. Man kann natürlich hier alles umstellen an der Fernbedienung, welche Farbe man haben möchte. Ihr seht das hier, wie gesagt, weiß, blau am besten. Hier kann man natürlich noch die Stärke der Helligkeit einstellen. Ja, man kann das hier optimal einstellen. Ihr seht das sogar unter mir. Das war so lang, ich konnte das über mir befestigen und unter mir. Also wir haben jetzt so gesehen die doppelte Länge. Werden wir das noch ein bisschen heller machen. So, und dann geht das schon klar, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr auch dort Bock habt auf sowas, schaut in der Videobeschreibung vorbei. So, Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges, schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 3%. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ab geht's! Ja, Freunde, die Potty-Karten sollten kommen. Die kamen ja die letzten Jahre auch immer. Das sind die Player of the Year-Karten. Da sollten mindestens zwei kommen, vielleicht auch drei. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Da kommen meistens immer Jungspieler, einer der Jungspieler der Saison aus der Premier League und ein Spieler, der Beste aus der Premier League war. Zum Beispiel, die letzten Jahre hatte Sterling sehr, sehr, sehr oft eine Karte. De Bruyne hatte letztes Jahr, glaube ich, einen Van Dijk gab es auf jeden Fall. Also hier sehen wir einen Sterling, der da eine 96er Karte hat. Sollte ein Spieler schon einen Tots haben? Wir gehen jetzt davon aus, ich werde euch gleich vorlesen, wer da auf jeden Fall dabei ist. Ein Bruno Fernandes ist zum Beispiel dabei. Sollte der kommen, der wird genau 1 zu 1 die gleiche Karte wie sein Tots bekommen. Halt als SBC in diesem Design hier mit einem anderen Bild drauf. Das ist das Prinzip. Wir gehen jetzt die Karten durch, die dabei sind. Wir fangen an mit den jungen Spielern. Das ist bis maximal 23, glaube ich. So, Freunde, dann lese ich euch mal vor, welche Karten nominiert sind für die Jungspieler-Potties. Da ist auf jeden Fall Calvert-Lewin dabei. Hat noch keinen Tots, also der würde eine neue Karte kriegen. Der Ruben Dias, der ist sogar schon geleakt angeblich, aber ob das stimmt, weiß man nicht. Aber anscheinend soll der wahrscheinlich kommen. Foden ist dabei. Meslier, dieser Torwart von Leeds United, wäre jetzt auch uninteressant. Mount, Rashford, Rice ist dabei und Saka. Bei Rashford, Mount, Dias, die würden genau die gleiche Karte bekommen wie die Totti-Karte. Ja, Freunde, da kommen wir noch zu den sechs Karten, die ausgewählt sind, zu den Spielern of the Year von der Premier League. Da ist auf jeden Fall Harry Kane dabei. Der hat natürlich auch einen Tots. Ich glaube, hier hat jeder einen Tots, bis auf Foden, der ist hier auch wieder dabei. Harry Kane, Gündogan, Bruno Fernandes, De Bruyne und Ruben Dias ist hier auch nochmal dabei. Also diese Karten, Freunde,
werden wir wahrscheinlich als SBC sehen. Zudem könnten wir noch einen Kanté, wie auf dem Thumbnail, wie ich den auf dem Thumbnail gemacht habe, könnten wir sehen, weil er die Champions League mit Dings gewonnen hat, mit Chelsea. Letztes Jahr haben wir auch einen Thiago von Bayern gesehen, weil er die Champions League gewonnen hat, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Kanté könnte ich mir da sehr, sehr gut vorstellen als Award-Gewinner oder auch einen Rüdiger. Also einen von den beiden gehe ich mal von aus. Ein Kanté wäre natürlich für die Mehrheit in FIFA natürlich sehr, sehr geil. Ja, und jetzt gehen wir auf FIFA mal ein, Freunde. Wir schauen uns erstmal an, was wir gezogen haben in der Ligue 1. Wie gesagt, und man muss hier sagen, ich bin wirklich enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht, was die gebracht haben zur Ligue 1. Die haben den Aouar gebracht und den Volland. Warum bringt ihr kein Content, EA Sports? Wie gesagt, das ist jetzt auch so ein kleiner Ansageteil. Ich werde EA nicht beleidigen, aber man muss sagen, der Content zur La Liga und Bundesliga, top, top, top. Wir können uns das mal vergleichen. Ich verstehe das auch nicht. Zur Premier League. Warum bringt ihr zur Premier League EA Sports? Zur Serie A und zur Ligue 1? Fast keine SBCs, zwei Stück immer. Ich weiß gar nicht zur Serie A, was die gebracht haben. Ein Lozano und ein Immobile, glaube ich. Und zur Premier League fällt mir jetzt nur ein Tielemans an. Und dann gucken wir mal zum Beispiel, ich habe natürlich auch ein Bundesliga-Team gemacht und ich habe fast jede Karte mitgenommen. Dann können wir mal sehen, wie viele SBCs die hier gebracht haben. Die haben gebracht einen Douglas Costa, einen Bellingham, einen Tapsoba, einen Lazaro, einen Wankitampa, einen Mbabu, einen Kruse, einen Olmo. Ja, okay, der Zagadou, der war nicht dabei, aber der war, ist halt trotzdem auch gekommen. Und da haben wir gefühlt 10 SBCs so. Ich hätte das gefeiert, wenn die das auch für die Ligue 1 gebracht haben. Wie ihr wisst, ich habe über 200 Upgrades geballert. Ich hätte noch gerne mehr geballert. Deswegen war ich jetzt die Tage auch nicht on. Weil ich habe nichts, wo ich verwerten kann, wo ich meine Karten abschließe. Ich habe jetzt schon einen Yashin SBC angefangen. Es gibt nichts, was man verwerten kann. Das ist das Problem. Ihr seht das hier. Wir haben auch echt eigentlich nicht. Wir haben 2 Millionen, glaube ich, ungefähr in Upgrades investiert. Wir haben 11 von 15 gezogen. Wir haben Neymar, Mbappé, Depay und die Maria nicht gezogen. Die restlichen haben wir alle gezogen. Ich habe auch noch einen doppelten. Ich glaube, das ist der Klaus. Den habe ich aktuell noch doppelt. Wir können mal gucken. Also wie gesagt, der Content sehr, sehr mau, muss man wirklich sagen. Donnerstag geht man rein, denkt sich, okay, vielleicht bringen die zum Abschluss nochmal was. Ja, die bringen nochmal eine Top-Partien zum Abschluss. Schauen wir uns natürlich an. Da ist nichts da, was man abschließen will. Okay, den Gomez hätte ich noch mitnehmen können, theoretisch. Habe ich aber gesagt, ist mir zu teuer und finde ich unnötig für diesen Preis. Ne, wenn du so einen, wenn du so 90er oder so ziehst, wie gesagt, ich habe jetzt die Icons angefangen, weil wir haben hier nichts. So ein Willock kannst du auch nicht mitnehmen. Also wenn du wirklich hier die SBCs grinden willst, du bist ein bisschen aufgeschmissen, bin ich ehrlich mit euch. Ich hoffe, zu Best of kommt da wirklich was Gutes. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr vermutet. Denkt ihr, EA gönnt? Ihr schreibt einfach Hashtag gönnt oder EA vermasselt. Ich will jetzt kein anderes Wort benutzen. Vermasselt. EA gönnt oder EA vermasselt das Best of? Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Wenn die das wenigstens gönnen würden, dann hätten wir wenigstens 3 gute Tots, 3 schlechte Tots. Wenn die das von Anfang an so durchgezogen hätten, wie die das bei Premier League gemacht haben, dass die nur keine SBCs bringen, dann hätte wahrscheinlich kein Mensch so wirklich was gesagt, weil jeder davon ausgegangen ist. Aber die können nicht die Bundesliga und die La Liga so krass pushen und bei den anderen Sachen nichts gönnen. Wie gesagt, man muss jetzt hier schon Icons anfangen, hier, die man gar nicht haben möchte, weil man so viel Futter hat, so viele SBCs-Sachen hat. Gerard oder so muss ich dann wahrscheinlich auch mitnehmen, wenn ich zum Best of viel SBCs mache. Und ich möchte einfach gerne Content bringen für euch. Erstens zur Unterhaltung, Packs öffnen macht generell Bock, sage ich euch, wie es ist. Wir haben eh genug Münzen, ich spiele eh kaum, ich spiele gar kein Gameplay mehr, besser gesagt. Und da kann man die Münzen ruhig verballern, aber wenn ihr nichts bringt, kann man die nirgendwo abgeben. Das ist dann natürlich auch ein bisschen madisch. Ihr könnt mal reinschreiben, hättet ihr Bock, dass wir vielleicht mal Ligen SBCs grinden? Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock hättet. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, das haben wir dieses Jahr auch noch nicht gemacht. Dann wäre eigentlich, glaube ich, einmal oder zweimal Bundesliga abgeschlossen und dann im 125k-Pack eine Corny-Ball-Karte mit 80 gezogen. Wie gesagt, da könnt ihr das gerne mal reinschreiben, Freunde. Wie ihr das findet, wie gesagt, der Content leider nicht so geil. Man muss noch zu sagen, was mir jetzt im Nachhinein noch eingefallen, warum bringt ihr kein 83x5 Pack
Oder warum bringt ihr kein Player-Pick-Ding für die ganzen anderen Ligen? Warum habt ihr das nur für die Bundesliga oder für die La Liga gebracht? Warum gab es das für die Premier League, für die Ligue 1 oder die Serie A nicht? Das verstehe ich nicht. Sag ich euch, wie es ist. Gönnen die den Leuten kein Mbappé Neymar so? Wie gesagt, ich habe eh nur meistens die schlechtesten Trotz gezogen von allen. Und ich habe zur Bundesliga über 3 Millionen Coins investiert. Ich habe zur Ligue 1 fast 2 Millionen Coins investiert. Und zur La Liga, weiß ich gar nicht, auch 1,5 Millionen oder 2 Millionen. Da haben wir auch relativ in Ordnung gezogen. So Serie A hat mich nicht so interessiert, bin ich ehrlich. Premier League habe ich, glaube ich, auch 1 Million investiert oder nicht knapp 1 Million, aber ich habe gar keinen Trotz in der Premier League gezogen, deswegen habe ich da gar nicht mehr weitergezogen. Ich bin am überlegen, ob ich zum Best-Op viel mache, wenn viel kommt, so sage ich euch, wie es ist, Freunde. Wie gesagt, das ist so meine Meinung dazu. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu reinschreiben, Freunde, wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, lasst sehr gerne ein Abo da. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.